Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, Micha, Outdoor aktiv. Schon länger nichts mehr von mir hören lassen. Bin gerade unterwegs im Hambacher Forst, beziehungsweise Tagebauabbau Hambach. Und da habe ich gerade so eine Straße gesehen hier, eine Kirche. Ich denke, die sieht aber komisch aus. Die da hinten im Hintergrund. Jetzt bin ich in Mannheim, nennt sich das, gelandet. Ist wohl mittlerweile zum größten Teil eine Geisterstadt. Gehört wohl zu den Plänen, das Dörfchen dem Tagebau zu opfern. Jetzt weiß ich nicht, ob es dann tatsächlich jetzt dazu kommt. Aber wie man hier sieht, ist das schon einiges abgerissen. Ich guck mal bei der Kirche hier, was man da noch sehen kann. Okay, ich gehe mal ein bisschen rum, gucke mir das Dörfchen mal an, mal sehen, was zu sehen gibt. Und wenn was zu sehen gibt, zeige ich es euch. Und dann kommt mal mit. Auf geht's. Und zwar erstmal in die Richtung. Wie schon gesagt, alles von Zäune. Fuck Army! Yes! Ja, alles mit USB-Platten vernagelt. Die guten, schönen Fenster haben sie wahrscheinlich ausgebaut und gesichert. Die Hütte hier wird auch gerade abgerissen. Das Wetter passt heute dazu. Die Stimmung ist dementsprechend. Da hinten siehst du schon. Alles so halb weg. Da oben sitzen die Krähen drauf. Eine alte Wache. Der Rumburg. Ja. Wird dann irgendwann mal abgerissen. Hier wird schon abgerissen, wie man hört. Ja. Komische Atmosphäre hier. Eigenartig. Da steht der Bagger und reißt ab. Alles leer da hinten. Alles vernagelt, verbrettert. Wir gehen mal gucken, weil vorne auf der Ecke habe ich, glaube ich, ein Haus gesehen. Da steht noch ein Boot davor, da sind noch Gardinen drin. Wir haben sie vergessen mitzunehmen. Oder wollten sie nicht mitnehmen. Oder das halt noch so aussieht. Oder es wohnt tatsächlich noch jemand, einer, der sich weigert, sein Gelände freizugeben hier. Okay, gehen wir noch mal ein Stück. Da hinten, das sieht so aus, als wenn da noch jemand wohnen will. Gucken wir mal. Weil der Hambacher Forst wird ja wohl nicht mehr angepackt. Haben sie wohl erreicht. Aber ansonsten ist es ja wohl so, dass, wann war es jetzt? 2035 wollen sie aufhören, Braunkohle abzubauen. Naja, weiß nicht, noch ist da vorne irgendwo. Ob sie das noch schaffen, bis hierher zu kommen? Na gut, hat man vorher beschlossen, dass das Dorf wegkommt. So sieht es auch schon mal aus. Und wie man sieht, ist doch schon einiges weg. Aber dazwischen die Hütte, da hängen noch Gardinen. Hier vorne auch. Naja, doch, hier doch nicht mehr. Aber da. Die Uhr scheint noch zu gehen. Tatsächlich jemand, der hier wohnt? Nee. Sieht nur so aus. Scheinbar ist ja schon ganz viel weggerissen worden. Ich denke mal, die Straßen hier, die waren auch links und rechts noch früher mal bebaut. So wie es im Moment aussieht, haben sie schon mal alles abgerupft. So, dann da hinten die. Da haben sich dann die Eigentümer erstmal eine Zeit lang geweigert. Oder was? Interessant. Da läuft der Fasan, guck. Wetz. Du hast keine Angst, du bist nicht geschlachtet. Ich esse keine Fasane. Sag mal so, ich habe noch keinen gegessen. Was haben wir denn hier für ein interessantes Blümchen?
das hier. Aha. Ja, Freunde, wie immer die Frage, was ist das? Wer kann es mir sagen? Was ist das? Wer kann mir sagen, was es ist? Schreibt es in die Kommentare unten rein, bitte. Wächst hier doch einiges von. Guckt euch das an. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie so eine Art Kresse oder so, aber bin mir nicht sicher. Gut, ihr wisst es, dann schreibt es rein. Muss ja dann doch ein gutes Geschäft sein, ja, die Kohle. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Familien hier in dem Dorf mal gewohnt haben. 200. Ja. Und da ist jeder entschädigt worden. Mit wie viel? 200.000, 300.000. Ja, da kann man sich ja die ausrechnen. Und die Braunkohle doch ein bisschen wert ist. Man bedenkt, dass hier auch noch, hier irgendwo noch 500 Meter tief graben müssen, um an die Kohle überhaupt dran zu kommen. Naja, fragwürdig. Aber wir wollten alle Energie haben, schön warmen Hintern zu Hause. Also ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Heute hat man andere Erkenntnisse. Und man hätte es gern anders. Dann wird es jetzt gar anders gemacht. Ist ja auch richtig so. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Mal guckt ihr das an hier. Hier zwischen der Straße standen bestimmt überall Häuser. Hier auch. Da hinten stehen auch ein paar. Ein Geisterdörfchen. Na gut. Aber wenn du auf die Karte guckst, so, wenn du hinguckst, wenn du was scharf stellen, so sieht man ja, dass hier doch einige Straßen sind. Forsthausstraße, Jägerring und. Der blaue Punkt, da stehe ich. Das kennt ihr ja. Und wenn du siehst, das war mal ein Dorf mit doch ein paar mehr Einwohnern, so wie es aussieht. Gut, gehen wir wieder zurück. Die Richtung geht's. Kommt noch mal ein Stück mit. Ja, guck dir die Hütte an hier. Steht schon ein paar Jahre leer. Sind ein paar Jahre abgehauen hier. Vermutlich. Wobei steht noch, das waren so die letzten Mohikaner. Das Haus ist bewohnt. Aha. Glaube ich nicht. Alles überwacht hier mit Kameras, damit ja keiner klaut, was noch da ist. Interessante Atmosphäre. Jetzt gehen wir hier hinten rum. Gehen wir hier lang. Ah, hier wachsen ein paar schöne Blümchen, die blauen. Hier, Baufirma. Oder wie sehe ich das? Ne, Bauer. Der Bauer. Ja, nee. Alles weg. Im Hintergrund stehen noch ein paar Häuschen da hinten. Ja, noch ein paar schöne Blümchen hier. Da stehen die Abrisskommandos und warten auf das nächste Häuschen, was sie fressen können. Jetzt gehen wir da wieder runter. Früher einmal eine belebte Kreuzung, vermutlich. Tja, Freunde, so sieht das jetzt aus. Ja, die Leute haben bestimmt lange genug dafür gekämpft, dass sie hier bleiben können. Aber was wird das mal für ein Häuschen gewesen sein hier? Die Dorfkneipe oder was? Da wohnt noch jemand, hä? Stehen noch Blumen. Tomaten, oder?
sieht's aus. Das scheint noch jemand zu wohnen. Cool. Bewohnt, behaupten sie hier auch noch. Da siehst du den Innenhof des Bauernhofs hier. Hier riecht es irgendwie wie Bauer. Tja, die ehemalige Bushaltestelle demontiert. Ich hätte ja gesagt, holt sich die Natur wieder, aber wird ja alles abgerissen. Jetzt gehen wir noch mal kurz dahin. Die Kirche, das ist ja irgendwie cool. Und das da war ein Dorfgasthof oder sowas ähnliches, wenn ich das richtig sehe. Hier war so der Gemeindeplatz, so ein kleines Gärtchen, Springbrunnen. Wahnsinn. Dorfkneipe mit einer kleinen Pension dabei. Da. Das angelsächsische Seeräuber das Kloster von Landpadern überfallen haben. Bist du sicher? Fragt Friedelmann. Bist du davon überzeugt, dass sie, aus welchem Grund auch immer, die Mönche verschleppt haben und beide Klippen sieben von ihnen umbrachten, ehe sie wieder auf den Kriegsschiff zurückkehrten? Wer kennt das Buch? Köpi und Domkölsch gab's hier. Da hängt noch die Speisekarte drin. Ey. RWE zerstört Leben. Jawohl. RWE ist böse. Blick reinwerfen hier in den Hof. Da, siehst du? Da ist doch schon einiges zugewachsen. Das ist dann doch schon ein paar Jährchen leer hier. Ja, Lost Places. Ziemlich junger Lost Place. Da hängt noch ein BH, siehst du? Naja, gut. Passend zur Corona-Krise. Ja, das noch da im Hinterkopf und dann, oi. Naja, wenn die Fantasie mit einem durchgeht, ne? Okay, Freunde. Das war mal ein kleiner Spaziergang durch einen verlorenen Ort. Der Ort Mannheim ist ja mal interessant, sowas mal zu sehen. Ich bin ja auch nicht andauernd zu sehen, ne? Gut, okay, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es immer Spaß gemacht. War mal interessant zu sehen, was so alles geht. Unglaublich. Interessante Atmosphäre, die man hier hat. So. Auch die Stimmung, gerade bei dem Wetter heute. Vielleicht neblig, leicht tröpfelt es vor sich hin. Ja, hat schon irgendwie was Gespenstisches. Aber interessant. Gehört zur Geschichte dazu. Okay, gut, das war's. Jetzt mache ich mich auf die Socken. Es geht weiter. War schön, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, mal so ein bisschen was in die Kommentare zu schreiben. Habt ihr Fragen, sonstige Anregungen, gerne reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns dann demnächst mal wieder. Vielleicht wird es mal ein bisschen kürzer mit meinen Filmchen. Muss mal schauen. Ansonsten sehen wir uns irgendwo aus Deutschland oder vielleicht aus irgendeiner Küche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Ciao, ciao. Coole Kirche. Tja, ist leider nicht so viel zu sehen heute.
Und das ist der Grund, weshalb das Dorf verschwinden soll. So sieht es dann nachher aus. Man sieht gerade nicht so viel. Aber wie man sieht, da unten im Loch, da wo die Lampen ein bisschen an sind, dort unten, ist eigentlich die Kohle. Dafür haben die Herrschaften jetzt hier so ein Riesenloch eingebuddelt. Ja gut, ist also. Wie gesagt, schon mal erwähnt, wir wollten das so haben. Aber ich habe da schon mal ein paar Bilder gemacht, die kann ich nochmal mit einblenden dann. Ja, der ganze Kram hier. Das war so ein Aussichtspunkt und da hinten so ein Informationszentrum wahrscheinlich. Da war ich noch nicht. Können wir mal kurz hingehen vielleicht. Ja, das Forum Terra Nova, Bar und Restaurant. Wenn man da vorne heute nichts erkennen kann, müssen wir hier mal gucken. Das ist aber ein ordentliches Schaufelrad, ne? Backrad. Wenn du siehst, dass der Kollege da ein bisschen klein ist. So, bin nochmal am Forum Terra Nova. Das ist so ein Aussichtspunkt, der einen Einblick in den Tagebau gewährt. Ist schon nicht so schlecht. Also beeindruckend. Meine Frau sagt, sieht das scheiße aus? Ich sag, ja, aber hat was. Ja, da wir ja Corona haben, ist ja alles dicht. So, und da hinten guckt man ins Loch rein. Also wenn man was sehen würde, könnte man reingucken, sagen wir mal so. Ist leider ein bisschen diesig heute, neblig. Naja, okay. Leider geschlossen. Naja, sie freuen sich in Zukunft. Wer weiß, wenn es für euch eine Zukunft gibt, schön wär's.